Hallo und herzlich willkommen zu Russia Fishing 4. Heute gehen wir mal auf Schleien. Haben hier auf die Grundrouten habe ich Käse drauf. Machen gerade mal die Kurbelgeschwindigkeit was schneller. So. Und schmeiß mal die noch aus. Da ist auch Käse drauf. Ich glaube, da haben wir schon einen Fallbiss. So, jetzt sind sie stramm. Hier auf unserer Matchroute haben wir auch Käse drauf. Mit einem S8er Haken. Und dann gucken wir mal, was jetzt so geht hier. Gestern im Stream bin ich ja Level 20 geworden. Aber mit dem 20er Fluss muss ich mich ein bisschen mit befassen. Weil da ist es nicht so einfach, Friedfische oder so zu fangen. Ich habe gestern noch versucht, da ein paar Karpfen zu fangen, aber ist mir nur einer an den Haken gegangen. Da ist noch nicht so perfekt. Habe ich noch nicht so die perfekte Stelle gefunden. Da kriegen wir den ersten Biss. Auf Grund haben wir auch schon den ersten Biss. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal hier um die Pose. Könnte eine Schleie sein, die lässt sich ziemlich viel Zeit. Aber da haben wir einfach ein bisschen Geduld. Wird schon abziehen. Mit Käse fängt man auch normale Karpfen und sowas gut. Und Karauschen. Hier haben wir die Kurbelgeschwindigkeit schon auf 50, Bremse steht auf 17. Oh, ich glaube, es ist doch eher ein Karpfen. Aber wir warten mal. Auf Grund müsste der Fisch gehakt sein. Der lässt sich aber echt viel Zeit. Wahrscheinlich was Kleineres, wenn er so lange braucht und so lange zubbelt da.
Der hängt nicht. Warum ist das denn? Gucken wir mal, was wir auf Grund haben. Was Kleineres. Eine Schleier aber. Da haben wir schon mal unseren Zielfisch. Machen wir mal einen Screenshot von. War Zielfisch schon mal gefangen. War zwar jetzt noch eine kleine. Da ist aufgrund wieder was. Hängt aber, glaube ich, nicht, oder? Nein, hängt nicht. Mal wieder was auf Grund. Fallbiss. Ne, doch nicht. Das ist auf jeden Fall was Schwereres. Oh, ah ne, doch nicht. Das sah gerade so aus. Da haben wir auch unseren Zielfisch. Der ist schon was größer, sieht man auch an der Färbung, ist was dunkler. Oh, auf Pose haben wir auch was. Können wir bis auf bis. Und die Schleine bringen auch ganz gut Silber und auch XP. Und die kann man auch ganz gut hier fangen. Käse ist da der beste Köder, finde ich. Essen wir mal gerade was. Ich nehme jetzt, ich habe die Rolle vergessen aufzumachen, dann nehme ich die erst in der Hand, wenn der wirklich und runterzieht. Aber wenn ich die jetzt nehmen würde, dann würde die den Köder einfach wegziehen. So hat man manchmal wenigstens, dass er dann hängt. Nicht immer. Ich glaube, hier auf der Grundroute haben wir einen Fallbiss. Ah, jetzt zieht er auch ab.
Was wir da haben, sieht auch noch nach Schleie aus. Jawohl, das ist eine Schleie. Zwar eine kleine. Ach, da waren wir halt langsam. Gerade weil sie die ganze Zeit unten. Aber hier kriegen wir Fisch auf Fisch. Also es geht eigentlich ruckzuck hier mit den Schleien. Jetzt schmeißen wir nochmal neu aus. Stand gerade eine ganze Zeit. Der gekocht liegt momentan, ich glaube, bei 6 Kilo oder sowas. So. Können wir mal gucken gehen. Genau, hier liegt er bei 6,3 Kilo, der schwerste. Die bringt dann auch richtig Silber. Zumpelt wieder was. Lass mal abwarten, dass sie richtig abzieht. Könnte auch eine Schleie sein. Oh, da kommen auf Grund wieder was. Auf Grund läuft gerade besser. Ah, oh, da hängt sie. Mal gucken, was wir da haben. Das ist auch eine Schleie. Ist aber eine junge, also eine kleinere. Ach, schon wieder Rollenbügel vergessen aufzumachen. Müssen wir nochmal neu auswerfen. Da haben wir auch eine Schleife. 600 Gramm. Aber auf Grund läuft heute besser mit den Schleien. Da muss man einfach Geduld haben, dass man auch die Großen hier fängt. Kleines Stück mehr holen.
damit vielleicht da was beißt. Da haben wir auch schon Biss. Hängt auch. Ist auf jeden Fall was Größeres. Gucken wir mal, was wir da haben. Kommt auf jeden Fall schon ran. Scheint ein Karpfen zu sein. Jawohl, das ist ein Karpfen. Kilo Karpfen. Der bringt dann auch schon ein bisschen XP. Ja gut, dann würde ich sagen, dann war's das für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr keins mehr verpassen wollt, ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!